Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 17. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, anderes ist als im westlichen Horoskop. Hier im Bild sehen wir die 12 Lebensbereiche und das nennt man in Astrologie als 12 Häuser. Im Himmel existieren tatsächlich Paläste, verschiedene Paläste, entspricht auch die Himmelsrichtungen oder die einzelnen Tierkreiszeichen. Wir könnten als Häuser bezeichnen, aber diese Energie, was wir empfangen hier auf die Erde, ich würde nicht als Häuser bezeichnen, weil das ist eins und symbolisiert unserem Schicksal, unserem Leben, unserem Selbst. Und ich würde das eher einordnen wie ein Haus in verschiedenen Räumlichkeiten, weil es geht um uns selbst bei Astrologie und ich benutze diese Worthäuser nicht, ich nenne die als Lebensbereiche. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze in Osthorizont auf und die Schütze herrscht jetzt über den Monat. Das ist wie ein Lokomotiv, führt und zieht die ganze 12 Tierkreiszeichen nach oben. Das entsteht durch die Drehung der Erde, durch die Rotation. Ich könnte von klassischen griechischen Mythologie bezeichnen, das ist Helios, der Sonnenwaage und zieht alles nach oben. Und diese Funktion hat diesmal in diesem Monat die Tierkreiszeichen Schütze und beschreibt den Monatsthemen. Und das ist Bewegung, Sport, Reisen, Aktivitäten, eine optimistische Haltung, etwas Großartiges entdecken, die Richtung bestimmen, Höhe, hohe Ziele, Ideale, die Verbindung zum Göttlichen, große Reisen, auch inneren Reisen, aber auch Ausland. Die zweiten Lebensbereich befindet sich die Tierkreiszeichen Steinbock. Im dritten Lebensbereich die Tierkreiszeichen Wassermann und unten im tiefsten Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang. Das symbolisiert das Bild die Sonnenaufgang, weil naturgemäß beginnt den Tag mit Sonnenaufgang. Und hier im tiefsten Punkt, was ich immer mit einem Baum vergleiche, ist hier die Wurzel des Baumes. All das, was uns Sicherheit und Stabilität gibt. Hier fühlen wir uns verwurzelt. Das ist unserem Ahnen, unseren Traditionen, unserem Herkunft und auch unserem Zuhause. Das ist die Basis, das ist die Fundament. Und hier ist die Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich ist für die Fischen geborenen sehr wichtig, diese Halt zu haben, aber Fischen vermitteln uns etwas in diesem Monat als Monatsthema, das Fluss des Lebens Vertrauen. Im Bereich Kinder, wo auch die schöpferische Kraft liegt, hier ist die Tierkreiszeichen Widder. Die sechste Lebensbereich ist Arbeit, Gesundheit, hier ist die Tierkreiszeichen Stier und öffnet sich mit dem siebten Lebensbereich ein Tor zum Partnerschaft. Hier befindet sich die Tierkreiszeichen Zwillinge und dann die geheimnisvolle achte Lebensbereich befindet sich die Tierkreiszeichen Krebs. Die großen Reisen, aber auch die inneren Reisen, Erkenntnisse bekommen über das Leben, ist die Tierkreiszeichen Löwe. Und jetzt sind wir der höchste Punkt des Horoskopes, die Krone des Baumes. Hier sind unsere hohen Ziele, die Zielsetzung, aber auch das Höchste, was wir erreichen können. Und hier liegt auch die Berufung, Anerkennung.
natürlich auch. Hier ist die Tierkreiszeichen Jungfrau. Dann kommen die Freundschaften, die sozialen Kontakten. Hier befindet sich die Tierkreiszeichen Waage und Karma, karmischen Themen, Geheimnisse, geheime Feinde auch, befindet sich die Tierkreiszeichen Skorpion. In Mitte haben wir einen Tagesengel, Behuer, und hat die Zahl 49. Nach Kabbala wird es so zugeordnet. Dieser Engel fördert die Kreativität und Lebensfreude, stärkt unsere Intuition, Engel der Weisheit, wird auch Engel der Bewusstseinserweiterung genannt, bringt Erleuchtung, bringt uns Lebensfreude, Glück und Zufriedenheit, zeigt uns die Schönheit der göttlichen Schöpfung, ist zugeordnet zum Uranus, zugeordnet zum Feuerelement und zugeordnet zum Tierkreiszeichen Schütze. Das ist in diesem Engelsystem, was die Kabbala genau beschreibt, ist die heutigen Tagesengel. Natürlich auch die Engel für die, wo heute Geburtstag haben. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, natürlich Sonnenaufgang. Wie soll das Sonne sein? Das ist gerade hier die Osthorizont. Hier geht die Sonne, das ist die, wie Sonnenaufgang geht, die Sonne in Osthorizont nach oben. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, aktiviert unsere Wohnsituation. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, bringt etwas in Bewegung, das ist Internet, Internetkontakte, Schulungen, Nachrichten, Informationen, Verbindungen zum Verwandten, Nachbarn. Hier kommt auch eine Einladung oder die Kontakte. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Hier handelt es sich um Handlungen, Verträgen und Gesprächen im Geheimen. Also hinter geschlossenen Türen werden Verhandlungen da sein. Bedeutet auch irgendwelche Gespräche im Laufen und das soll nicht ins Licht zu kommen. Bedeutet auch die geheime Feinde erzählen etwas. Oder dass wir erfahren irgendwelche Geheimnisse, bedeutet auch das Schweigen. Jupiter befindet sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion, auch hier im Geheimnissen. Jupiter ist auch die Weisheit, also wir sollen die tiefen Geheimnisse des Lebens auch kennenlernen. Jupiter ist auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt immer wieder auf uns zurück. Aber Jupiter öffnet sich die Augen auf die Ungerechtigkeiten und es kann bedeuten, dass ein Vertrag oder geheime Gespräche in verschlossenen Türen gerade viel Ungerechtigkeit passiert. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Die Damen sind aktiv, haben soziale Kontakte oder melden sie sich ein in einen Verein, wie zum Beispiel Sportverein oder gründen einen Verein. Aber bedeutet auch Liebe im Freundeskreis. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, ist noch rückläufig. Und das bringt Veränderungen im beruflichen Uranus ist in Tierkreiszeichen Widder, genau, hier im fünften Lebensbereich. Und hier handelt es sich um die schöpferische Kraft oder die Verbindung zum Kinder. Diese Rückläufigkeit bedeutet, das ist etwas gebremst, die Verbindung zum Kinder. Kann aber auch bedeuten, die Vergangenheit, Erinnerungen an die Kindheit. Und das trifft gerade die Wiedergeborenen. Bedeutet aber auch die schöpferische Kraft, etwas gestalten. Heißt auch in diesem Lebensbereich die Lebensfreude.
Und durch diese rückläufige Uranus, diese Veränderungen, ist schwierig momentan, weil wir haben die Kraft nicht dazu oder wir trauen das nicht zu oder sind keine Möglichkeiten da. Januar dreht sich dann Uranus die Richtung und kommt alles in Bewegung. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, hier im dritten Bereich. Natürlich, Neptun kann dafür sorgen, dass wir unseren Träumen leben, dass wir kreativ sind, dass wir etwas schön gestalten können. Und das ist natürlich Kunst und Kreativität und das Veröffentlichen im Internet oder diese Kontakte, Verbindungen sind da. Aber Neptun ist manchmal undurchschaubar. Und es ist möglich, dass wir mit diesen Verbindungen wie Internet oder Medien oder Verbindung zum Verwandten, Nachbarn, dass es etwas ganz undurchschaubar erscheint momentan, besonders bei den männlichen Personen, weil hier wirkt auch die Mars-Energie. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und zeigt unserem inneren Kraft. Wir bleiben aber erst nur im inneren Kraft, wenn wir alles loslassen, wer oder was diese Kraft raubt. Dann spüren wir unsere eigenen Energie. Und das ist ein Prozess, das Loslassen. Pluto steht in Verbindung zum Mars, haben ähnliche Energie, beide würde ich als männliche Energie bezeichnen, zeigt die Kraft. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Pluto ist die innere Kraft, auch die Überzeugungskraft. Und hier steht eine sehr schöne Verbindung zwischen Pluto und Mars. Und diese Macht verspüren gerade die männlichen Personen. Venus hat aber auch eine Verbindung, eine schöne Verbindung zum Saturn. Venus-Saturn. Und das ist wichtig bei den Damen, dass sie die Liebe, Partnerschaft, aber hier bei Freundschaften auch die Freundschaften ernst nehmen, weil das ist gerade die Zeit, auch die Bedürfnis, etwas zu befestigen oder die Bedürfnis nach einer feste Partnerschaft. Aber ist auch wichtig, daran nicht zweifeln. Und dieser Lebensbereich sind auch die Hoffnungen und diese Hoffnung sollen die Damen nicht aufgeben. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.